Ganz herzlich begrüße ich euch zu einer Runde FAQs aus der Abtskapelle der Abtei Maria Laach. Im Rahmen des 2000. Abendgebetes wart ihr eingeladen, mir eure Fragen zu stellen. Das, was euch seit geraumer Zeit vielleicht schon unter den Nägeln brennt, einmal von mir zu erfahren. Und wir wollen uns diesen Fragen stellen. Ich möchte diese Fragen nach Kräften beantworten, zu dem Raum, in dem wir hier drehen, zum klösterlichen Leben und zu mir selbst. Die erste Frage, die mich erreicht, ist: Was bedeutet die Musik für deinen Glauben? Die Musik ist sozusagen in meinem Leben fast die erste Berufung. Zuerst einmal bin ich mit der Musik in Berührung gekommen als kleiner Junge, bin in der Braunschweiger Domsingschule aufgewachsen, habe also von Anfang an auch Kirchenmusik kennengelernt und bin auch überzeugt, dass ja mal mindestens bis ins 19. Jahrhundert hinein eigentlich so gut wie alle komponierte Musik zuerst einmal Kirchenmusik war. Vor allem, weil sich Komponistinnen und Komponisten vom Glauben getragen gewusst haben. Und die Kirchenmusik, die hat hier in der Abtei Maria Laach eine große Rolle. Natürlich zuerst einmal durch die Gregorianik, die wir jeden Tag hier singen. Unser Gebet ist vor allem getragen durch den gregorianischen Gesang, findet sich im gregorianischen Gesang wieder, was eine große erhebende Wirkung hat, was natürlich aber auch viel Arbeit ist, dass der gregorianische Gesang auch wirklich erhebend ist. Und dann haben wir in den letzten Jahren hier eine große Kirchenmusik aufgebaut. Zurzeit renovieren wir die große Orgelanlage unserer Abteikirche. Wir haben seit 2008 hier einen jungen Kammerchor mit einer Liste von über 90 Mitgliedern aus dem ganzen deutschen Sprachgebiet und sogar darüber hinaus. Der Bischof von Trondheim, Erik Waden, ist Mitglied in unserer Capella Lacensis. Ein Mitbruder, Pater Simeon aus der Domitio-Abtei in Jerusalem, ist Mitglied in der Capella Lacensis. Und dieser Kammerchor trifft sich regelmäßig zu Projekten, zu kleineren Sachen wie einem Evensong und zu großen Konzerten. Im Sommer singen wir eine große Messe von Anton Bruckner. Und die Musik ist für mich wirklich ein tragendes Medium auf meinem Weg als Mönch und als Priester. Und ich glaube, auch durch diese Doppelberufung von Kirchenmusiker und Mönch bzw. Priester haben wir auch da eine große Chance, die Inhalte von Kirchenmusik an einem authentischen Ort auch wirklich vermitteln zu können. Denn das, was wir aufführen an Kirchenmusik, machen wir nicht in einem Konzertsaal, sondern zumeist in einem wirklich gottesdienstlichen Rahmen in unserer Abteikirche. Und die Musik hat für mich eine Sprengkraft, ähnlich wie der Glaube selbst, die in die Lage versetzt, die eigene Dimension, das eigene kleine Leben zu überschreiten, um mit etwas in Berührung zu kommen, was wirklich größer ist als man selbst, was man nicht erklären kann, was man nur spüren kann, was man als Erfahrung geschenkt bekommen kann. Und damit ist Musik, besonders die Kirchenmusik, natürlich für mich auch immer eine Berührung mit dem göttlichen Mysterium. Einige von euch haben mich nach meiner Berufungsgeschichte gefragt. Die ist natürlich lebensumfassend. Sie begann in meinem 6. Lebensjahr, für mich ganz konkret. Wir sind innerhalb der Stadt Braunschweig umgezogen. Meine Eltern haben sich eine Eigentumswohnung gekauft und wir wohnten gegenüber der katholischen Kirche St. Marien in Braunschweig-Querum. Und in dieser Gemeinde bin ich groß geworden, obwohl meine Eltern mit dem Glauben, mit dem evangelischen Glauben, ich bin evangelisch getauft worden, nichts am Hut hatten, bin ich über die Schule dann an diese Gemeinde rangekommen, habe ein sehr lebendiges Pfarrhaus kennengelernt. Der Pfarrer lebte damals dort, die Gemeindereferentin mit ihrer Mutter, der Kaplan. Es gab eine tolle Sekretärin und es war eine ganz lebendige Hausgemeinschaft. Ich bin in diese Hausgemeinschaft als kleiner Junge mit reingewachsen und habe auf eine ganz lebendige und konkrete Art und Weise den Glauben dort kennenlernen dürfen. Als zweite Schiene war dann, ich sprach schon darüber, die ganze Kirchenmusikschiene, die mich auch im Glauben verwurzelt hat. Und dann stand im Kirchenmusikstudium irgendwann die Frage nach meiner Konversion an. Ich wurde im Jahr 2004 gefirmt. Und eigentlich mit dem Rahmen dieser Firmung, mit dieser Zusage, dass der Heilige Geist Gottes mein Leben besiegelt und begleitet, kam auch die Frage nach einer wirklich geistlichen Berufung, die über den Dienst des Kirchenmusikers hinausreicht. Und ich lernte Maria Laach kennen, verliebte mich in dieses Kloster und habe hier nach meinem Eintritt dann im Jahr 2006 auch meine Berufung wirklich ausbauen und festigen dürfen. Durch natürlich die konkrete Gemeinschaft hier an diesem Ort, die als Möglichkeit auch des Wachsens ganz konkret meine Berufung geprägt hat, aber natürlich auch durch die vielen Menschen, durch das Theologiestudium, durch die Möglichkeiten, die dieser Ort hier bietet, konnte meine Berufung wachsen und letztendlich glaube ich, dass auch das Abendgebet ohne Maria Laach nicht zustande gekommen wäre, dass man
mit katholisch.de nie zusammengekommen wäre, wäre ich nicht Mönch von Marielach. Insofern bin ich dankbar, dass auch dieses Kloster nicht nur mir, sondern vielen, vielen anderen Mönchen, die mit mir hier zusammen leben und vor mir hier zusammen lebten, ganz konkrete Dinge im Leben ermöglicht hat, ihre Berufung im konkreten Zeitpunkt ihres Daseins wirklich aufblühen zu lassen und mit dem, was der liebe Gott an Gaben ins Leben hineingelegt hat, auch konkret wirken zu dürfen. Und damit ist für mich auch dieses Abendgebet ein Moment, wo ich mit meiner Berufung zum Mönchtum und zum Priestertum etwas weitergeben und auch zurückgeben kann, was ich von Gott geschenkt bekam. Eine gute Frage: Hast du eine persönliche Beziehung zu Jesus? Im ersten Moment dachte ich, was soll diese Frage? Ich wäre ja nicht Mönch, wenn ich das nicht hätte. Aber vielleicht erleben wir auch zurzeit in unserer Kirche, wo Berufungen nicht nur verloren gehen, wo Berufungen zum christlichen Glauben und zum christlichen Leben auch durch äußere Umstände zerstört worden sind, oder wo besonders auch Priester und Ordensleute ihre Berufung zerstört haben, indem ihr Egoismus, ihre Süchte, ihre Sehnsüchte so viel Raum eingenommen haben, dass sie anderen Menschen großen Schaden zugefügt haben. Insofern ist vielleicht doch die Frage nach der persönlichen Beziehung zu Jesus ganz relevant. Und ich muss mich dieser Frage selbst eigentlich konkret jeden Tag stellen. Ich kann im Chorgebet stehen, ich kann fromm rumsingen, ich kann tolle Lesungen hören oder lesen. Aber die ganz konkrete Beziehungsarbeit, die muss trotzdem geschehen. Die ersetzen keine Bücher, die ersetzt keine Lektüre, die ersetzt auch keine konkrete Seelsorge. Die braucht tatsächlich den ganz konkreten Einsatz und immer wieder den festen Willen zur Umkehr, zur Rückkehr zu Jesus selbst. Darum ist für mich auch nicht Reform der Terminus meines Lebens, sondern die Umkehr. Denn sie berührt mich ganz persönlich mit der Frage: Willst du mir folgen? Willst du zu mir gehören? Der Habit macht keinen Mönch und das Wohnen im Kloster macht auch noch keinen Mönch, sondern der feste Wille, zu Jesus zu gehören, aus ihm zu leben und immer wieder mit seinen Augen in die Welt und Zeit hineinzuschauen, ihm Hände, Füße und Kopf zur Verfügung zu stellen, damit er durch mich und mein Leben wirken kann. Das ist, glaube ich, das, was meine Beziehung zu Jesus ausmacht. Und ich weiß sehr aus der Kommunikation, aus der Beziehungsarbeit mit Jesus, wie viel auch bei mir da Luft nach oben ist, mit Jesus gemeinsam auf dem Weg zu bleiben, mit ihm an der Beziehung zu Gott zu arbeiten und mich von ihm immer wieder auch herausfordern zu lassen, aus meinem Egoismus, aus meinem Individualismus herauszutreten, um wirklich frei zu werden für das Leben an seiner Seite. Ich glaube, das macht die Beziehung zu Jesus aus, an der auch ich immer und immer weiter wachsen muss und darf. Eine Userin fragt, wo mein Lieblingsort des Gebetes ist, wo ich am liebsten bete. Die Frage ist schwer zu beantworten, denn je nachdem, in welcher Verfassung man ist, kann eine Vesper, kann eine Vigil ein wunderschönes Gebet sein, eine wunderbare Gebetszeit sein, wo das Herz aufgeht, wo man berührt ist, wo man mit sich und den Mitbrüdern in Einklang ist, wo man das Gebet wirklich als Verbundenheit auch mit Jesus spüren kann. Dann gibt es natürlich die Momente, wo man weniger Lust hat zu beten, wo man irgendwie mit dem Kopf weit weg ist im Chorgebet auch. Aber dann gibt es natürlich auch die Momente, wo man für sich alleine ist, wo man spürt einfach, dass ein großer Dank, dass eine große Sehnsucht einen überkommt. Wir haben verschiedene Gottesdienstformate, wie beispielsweise die Jugendvigil, die immer wieder ganz tiefe Momente der Verbundenheit mit Jesus schenkt. Und dann, ich gehe gerne in die Berge, ich gehe gerne klettern, ich gehe gern hoch hinaus in den Dolomiten, in den Alpen. Das sind natürlich Räume, die Natur zu erfahren als ein Raum der Schöpfung, als ein Raum, wo man wirklich von Gott ganz umgeben ist, wo einem der Dank für die Schöpfung, der Dank für das Dasein eigentlich ganz von selbst über die Lippen kommt. Wann habe ich das letzte Mal, so fragt ein User, etwas zum ersten Mal gemacht? Das ist eine gute Frage. Ich musste etwas drüber nachdenken, kann die Frage ein bisschen splitten. Das eine Mal, dass ich was zum ersten Mal gemacht habe, was noch nicht lange her ist, war im Februar bei Ora et Labora Tagen in der Zukunftswerkstatt in St. Georgen, die ich mitgestalten durfte. Und mein jesuitischer Mitbruder, Pater Sebastian, der hat mich ganz neu an den jesuitischen Tagesrückblick herangeführt. Eine Meditation, die den ganzen Tag, die letzten 24 Stunden Revue passieren lässt und mir die Möglichkeit gibt, das, was ich da
erlebt habe in diesen letzten 24 Stunden, Gott vorzulegen mit dem Guten, aber auch mit dem Schwierigen, mit dem, was mir Hoffnung gemacht hat, mit dem, was mich belastet, den Tag zurück in Gottes Hände zu geben und seiner barmherzigen Liebe, seinem Segen anzuvertrauen. Das ist da in dieser Art und Weise für mich zum ersten Mal gewesen, der jesuitische Tagesrückblick, der mir aber auch seitdem lieb geworden ist und den ich immer wieder auch hier in meiner klösterlichen Lebensform als Benediktiner probiere. Und das andere, das steht demnächst zum ersten Mal an. Wir gehen mit einigen Mitbrüdern, nicht aus Marielach, ein paar junge Priester, in die Alpen und machen geistliche Tage dort und werden aber auch das mit sportlicher Aktivität verbinden. Wir werden einen Hochtourenkurs, einen Gletscherkurs machen mit Spaltenbergung, mit Seilschaft gehen, mit Knoten legen. Und da freue ich mich total drauf, das zum ersten Mal zu machen und da auch meine Bergsportbegeisterung auch in die Zukunft zu führen, dass wir das dann geführt durch einen Guide dann auch in Zukunft mit den Mitbrüdern alleine machen können. Ja, es kommen zwei Fragen. Einmal, wie viel im Voraus wird das Abendgebet aufgenommen? Und die Frage, ob ich schon mal keine Lust hatte zu einem Dreh. Ja, das Abendgebet, das ist vielleicht wichtig, dass es tatsächlich nicht live ist. Das funktioniert einfach technisch nicht. Ich selber habe das Equipment nicht und mein großartiges Team kann nicht jeden Tag hier vorbeikommen in Marielach, um mit mir das Abendgebet zu drehen. Und auch bei mir soll es ja dann und wann vorkommen, dass ich mal nicht vor Ort in Marielach bin, dass es noch andere Verpflichtungen gibt. Und insofern drehen wir das Abendgebet ungefähr in einem 20- bis 30-Tage-Rhythmus im Vorfeld. Versuchen dann für bestimmte Dinge auch spontan etwas aufzunehmen, wenn irgendein größeres Ereignis, wie zum Beispiel die Pandemie oder der Ukraine-Krieg, kommen, dass wir da möglichst schnell auch drauf reagieren. Die Frage, ob ich mal keine Lust hatte, ich erinnere mich tatsächlich, das ist auch noch gar nicht so lange her, an einen Drehtag, wo ich einfach keine Inspiration hatte, wo das, was ich mir überlegt habe, nicht rüberkam. Und da war ich auch dankbar dem Team, dass die dann gesagt haben, komm, wir machen jetzt hier Schluss, das passt schon, wir drehen die Tage noch mal weiter, damit das, was ich da sage, nicht völlig uninspiriert tue. Und insofern bin ich auch wirklich dem Team dankbar, euch dankbar, die ihr das hier mit mir macht, dass wir das wirklich als Gemeinschaft zusammen auf den Weg bringen können, dass ihr das immer wieder auch als Team korrigiert, was wir hier machen. Alleine wäre ich da ganz schön aufgeschmissen und auch das Team motiviert, immer noch mal weiterzumachen, wenn man schon 3, 4, 5 Ansätze vergeigt hat, dann noch mal durchzuschnaufen, ein Glas Wasser zu trinken und dann eine Folge hoffentlich in einem Durchlauf auch in den Kasten zu bringen. Mein Lieblingsheiliger, so wird gefragt, ist der heilige Philipp Neri, mein Namenspatron, den mir mein Abt damals für mein klösterliches Leben mitgegeben hat. Der heilige Philipp Neri hat im 16. Jahrhundert in Rom gelebt und er war ein Mensch, der für alle da gewesen ist, vom Prälaten bis zur Prostituierten, heißt es, alle sind zu ihm gegangen, haben seinen seelsorglichen Rat gewollt, haben bei ihm die Beichte abgelegt, haben sich von seinem Humor, seiner Glaubensfreude, seiner Begeisterung für Gott und die Welt anstecken lassen. Und ein sehr guter Freund von mir selber, Priester, er hat mir vor meinem Klostereintritt den heiligen Philipp Neri als Heiligen nahegebracht. Und ich war dann auch sehr beeindruckt, kann mich noch gut daran erinnern, dass als wir dann zu zweit auch mal an seinem Grab in der Chiesa Nuova in Rom das erste Mal die Messe feiern durften. Und besonders in Erinnerung ist mir auch meine erste heilige Messe, die ich selber als Priester auf dem Grab des heiligen Philipp Neri feiern durfte. Er ist ein Heiliger zum Anfassen. Er ist nach wie vor in Rom auch sehr beliebt. Viele Menschen kommen in die Chiesa Nuova, um bei ihm still zu werden, bei ihm um Fürsprache zu bitten und sich auch durch sein Glaubenszeugnis auch heute noch zu Gott führen zu lassen. Und vor allem, was ansteckend ist, seine Musikalität, seine Glaubensfreude und auch sein Humor. Eine Frage ist, wie wir auf das Gebetsformat der Jugendvigil kamen hier in Marielach, was wir seit einigen Jahren anbieten. Ich freue mich natürlich, dass Leute, die das Abendgebet schauen, dass die das Abendgebet mitbeten, dass die auch die Jugendvigil kennen. Und tatsächlich hatten wir mal zwei junge Damen hier, die extra, ich glaube, aus der Region Wesel gekommen sind und hier zur Jugendvigil kommen wollten. Die Jugendvigil ist ein besonderes Angebot an junge Leute zwischen dem 14. und dem 30. Lebensjahr, ein Gebetsformat hier zu erfahren in dieser besonderen Atmosphäre der Abtei, das sich ein bisschen von dem abhebt, was wir hier sonst machen. Uns steht natürlich hier das lateinische Chorgebet an erster Stelle, die tägliche Eucharistiefeier, aber wir wollen auch ein Gebetsformat haben, was vielleicht auch Raum gibt für ganz konkrete persönliche Fragen, das Raum gibt für die Stille, für das Gebet, für den Gesang, für moderne Lieder. Wir haben oft eine Band dabei und wir laden
Mitbrüder, Priester, Ordensleute, aber auch Ordensfrauen und Laien ein, eine Katechese zu halten, also einen Impuls aus dem Alltag zu geben, die uns alle, die wir da zuhören, die wir als Gottesdienstgemeinschaft zusammenkommen, dann auch näher zu Jesus führen. Wir haben am Anfang der Jugendvigil eine Runde Lobpreis, wir singen zusammen Lieder, dann gibt es im Winter, in den Wintermonaten eine Prozession durch den Kreuzgang, der mit Kerzen erleuchtet ist, in den Sommermonaten raus in den Garten. Wir sehen also auch Orte, wir begehen Orte im Rahmen dieser Feier, die der Öffentlichkeit so normalerweise nicht zugänglich sind. Dann kommen wir wieder in der Krypta zusammen, hören das Wort Gottes und bekommen eine Katechese, denken darüber nach, bekommen das Wort Gottes ausgelegt und kommen dann in die Anbetung rein. Und ein besonderer Moment ist für mich immer, wenn wir dann die Bitten und Anliegen, die alle, die da sind, mitbringen, auf Zettel schreiben können, in einem stillen Moment, mit leiser Musik unterlegt und jeder dann eingeladen ist, dieses Gebetsanliegen auf den Altar zu legen, zum ausgesetzten Herrn, der in der Monstranz gegenwärtig ist, und dieses Gebetsanliegen dem Herrn zu überlassen und dann auch uns zu überlassen, die wir Mönche das dann mit in unseren Alltag hineinnehmen, in unser Gebet mit hineinnehmen. Also die Jugendvigil explizit an eine junge Klientel gerichtet, die sich aus Elementen speist, die modern sind, die neu sind, aber auch Elementen begegnet, die für unser monastisches Leben ganz wichtig sind. Und ich freue mich jedes Mal, dass wir an jedem dritten Samstag im Monat dieses Gottesdienstformat hier in Maria Laach durchziehen können, dass wir immer mehr junge Menschen begeistern können, sich auch auf den Weg zu machen nach Maria Laach, um mit uns Jugendvigil zu feiern. Eine Userin fragt, in welchem Raum wir eigentlich das Abendgebet drehen. Dieser Raum hier, das ist die sogenannte Abtskapelle. Die liegt mitten im Kloster drin, in der Nähe der Wohnung des Abtes und ist damit auch normalerweise der Öffentlichkeit verborgen. Und als das Abendgebet geplant wurde, als wir mit diesem Gebetsformat schwanger gingen und uns überlegt haben, wie soll das laufen, haben wir auch verschiedene Örtlichkeiten in der Abtei angeschaut und uns dann für diesen Raum entschieden, weil man hier eine ganze Weile auch in Stille und Ruhe drehen kann. In der Abteikirche ist immer viel los. Und dieser Raum ist nicht besonders groß, er hat eine sehr dichte Atmosphäre. Früher war das natürlich vor allem dem Abt vorbehalten, hier in Ruhe zu beten, auch seine persönlichen Gottesdienste zu feiern. Früher war das nicht üblich, dass der Abt zu den Mönchen ins normale alltägliche Chorgebet ging. Da hat er diesen Raum für sich gehabt. Mittlerweile ist dieser Raum nicht mehr so wahnsinnig viel in Benutzung und ich freue mich total, dass wir einen ansprechenden, intimen Raum mitten in unserem Kloster haben, der auch durch dieses Abendgebet eine ganz neue und besondere Bedeutung gefunden hat. Für mich persönlich ist dieser Raum schön nicht nur durch diese berühmte und auch künstlerisch wichtige Ausmalung hier, sondern auch durch das, was hier gemalt ist, nämlich verschiedene Szenen aus dem Leben der Gottesmutter Maria, von der Geburt oder der Verkündigung ihres Sohnes an bis hin zur Krönung im Himmel über die Pietà-Darstellung, wo der verstorbene Sohn im Schoß der Mutter liegt. Diese Fresken, die ihr ja auch in den Bildern gerade seht, diese Fresken sind hier abgebildet und geben diesem Raum auch einen ganz besonderen marianischen Charakter. Ich mag diesen Raum sehr und freue mich, dass wir hier zusammen jeden Tag das Abendgebet beten dürfen. Eine Frage, die uns immer wieder erreicht und auch jetzt gestellt worden ist, warum höre ich am Ende des Abendgebetes nicht mit einem Amen auf, wie sich das noch einem anständigen Gebet doch gehört? Tatsächlich hat sich das am Anfang so eingespielt, dass da kein Amen kommt. Und das haben wir so beibehalten. Mir persönlich ist es ein Anliegen, wirklich auch diese Gebetsatmosphäre dadurch herzustellen, dass ich weiß, dass auf der anderen Seite der Linse ja wirklich Menschen mitbeten, denen ich auch immer wieder begegne im Alltag, die mich ansprechen, mit denen ich in Kontakt komme. Und ich weiß, hinter der Linse auf der anderen Seite der Kamera sind Menschen, die nach dem Gebet, nach dem Mitbeten ihr Amen sprechen sollen und dürfen. Und sich vielleicht auch manchmal dagegen entscheiden, sagen, nee, das kann ich so nicht unterschreiben, da kann ich meinen Amen nicht zu sagen. Aber ich möchte jeden von euch einladen, dieses Amen, dieses Ja, so ist es, dazu stehe ich, da stehe ich hinter, dass ihr dieses Amen sprecht. Und mit dem Wissen darum, dass ihr Amen sagt, wird auch für mich dieses Abendgebet nochmal zu einem ganz besonderen Moment wirklich des gemeinschaftlichen Gebetes.